Was wollen wir, schminken oder was? Nee. Ein bisschen grün ins Gesicht. Was ich machen soll, oder was? Ja, ganz einfach. Autos spachteln, schleifen, lackieren. Und sonst nichts. Und dann ging er vom Chef anhöre, am Motze, das ist scheiße, das ist scheiße, das ist scheiße. Also machen wir da neu. So ungefähr. Ja, genau dasselbe. Da war ja damals die Krise gewesen, wo die auch nach Berlin gegangen sind. Ne? Wir haben früher in Bonn beim Matalinski, wir haben die Autos gemacht von der Botschaft. Und da waren auch die Amis bei, in Bad Jodestal. Die ganzen Autos von denen haben wir gemacht. Und wo das alles weggegangen ist nach Berlin, war auf einmal Schluss. Und alle Leute, die Junggeselle waren und sie hatten nicht mehr keine Arbeit mehr. Und da hatte ich ja Michel kennengelernt und war anscheinend mit ihm angefangen. 3 Monate gestempelt und so was. Ja. Und dann ging es wieder. Und dann bin ich dann hier aufgetrocknet. Der Idiot, der hat mir den Strom geklaut. Pass auf, der hat früher, der Michel hat ja früher im Grunde gar nichts. Der hat einen VW-Bus und der wurde am schwersten, nebenan. Und ich hatte da so kleine Hüße gehabt, wo ich gewohnt habe. Ne? Und die hing genau da dran. Und da ist der, abends ist der da gekommen und hat ja den Schwäß wieder bekloppt. Und hinterher kriegte ich Stromrechnungen von 700 Mark. Ich denke, leck mir am Arsch, du hast doch niemals gesehen, du bist doch nicht so husch, wie kannst du 700 Mark Strom verbrauchen? Und da bin ich abends mal in die Kneipe gegangen und komme zurück. Ich denke, was ist denn hier für ein blaues Licht? Vom Schwester, ne? Und was ist passiert? Hätte einfach 2 Kabel in die Hand und hätte mit dem Zähler den Strom abgezappt. Ja. Ja, und dann bin ich in die Halle rein und sage, was machst du denn da? Ja, ich bin ja am Schweißen, das Übliche, ne? Ja, hätte dann. Ich sage, das jeder benetzt, du kannst doch nicht einfach. Ja, und dann kriege ich die Rechnung vom Strom, da habe ich gesagt, hey, wenn du das nicht bezahlst, dann schaue ich die Polente, dann bist du reif. Und dann sagte, komm, ist gut. 3 Tage drauf hätte man das Geld hier, aber dann haben wir das in geschickt und dann war der Fall erledigt. So habe ich dann kennengelernt. Aber hast du dann direkt angefangen, bei ihm zu arbeiten? Nein, später. Ein paar Jahre später. Wir Fähnchen im Wind. Verstehst du? Einmal so. Wir Fähnchen im Wind. Versteht ihr euch gut oder streitet ihr euch? Weißt du, mir ist das scheiße, ja. Wenn der was sagt, dann denke ich, weißt du was? 10 Minuten drauf ist das wieso, wenn er vergisst. Gut, dann nehme ich abends die Gründe, dann wird es da was zu essen. Und dann ist das wieder gut. So geht das. Aber die Sache ist ja die, der Chef hätte auch viel zu viel Gedöns um den Kofferraum. Ne? Was hat er zu viel? Er hat viel zu viel Gedöns. Der hat zu viele Baustellen. Eines Tages kriegt er den mit einem Herzinfarkt, da liegt er irgendwo in der Ecke, wenn er so wie gemäht. Na ja, ist in mir Ruhe. Ist viel besser hier. Du willst mit den Arschlöchern zusammen. Der einzige Jude, der drin ist in der Werkstatt, ist der Peter und der Alex. Und sonst der Rest ganz in der Pfeife hoch. Also wo ich mit zusammen arbeite. Jetzt und nächstes machen wir wieder von mir Auto, ne? Nächste Woche, wenn der Alex da ist, der muss mit der Auspuff schwitzen. Das ist aber Arsch. Mit dem Alex und mit dem Pete verstehst du dich so am besten? Ja. Warum seid ihr so richtig Kumpels? Ja, genau. Ich bin froh, wenn die wieder da sind. Da ist abends wieder was zu quatschen. Ja.
Ja, weil wir uns dann groß quatschen. Dann geht das nicht viel zu quatschen. Jetzt hast du aber eine schöne Story mit dem Chef. Ne?